So, hat sich wieder gefangen? Ja? Gut, dann kann es ja weitergehen. Willkommen zurück in Prince of Persia, Leute. Sands of Time. Letztes hatte ich ein paar Probleme mit der Aufnahme. Ja, und auch ein paar lustige Bugs. War sehr interessant. Aber dafür haben wir ein schönes Schwert gesehen, das ich unbedingt haben will. So. Rübenkasten hier. So, bisschen. Ich glaube, ich sehe das Glühen, von dem ihr spracht. Ja, wir sind immer vorsichtig, ja. Natürlich, immer. Egal, was passiert. So, ups! Kamera spielt hier ein bisschen, aber egal. Stört nicht einen weiter. So, langsam vorgehen, man könnte auch schnell arbeiten. Aber da kann ganz schön viel passieren, also mache ich es lieber langsam. So, ups! So, nicht vergessen, immer schön das Handtuch sammeln. Yes! Nebenbei, ich habe jetzt keine Super-Aufleitung, also diesen, sagen wir mal, Super-Zeitlupe für die Gegner. Das ist wirklich nur, wenn man auch so viele Halbmonde hat wie Sandbehälter, sonst ist das nicht möglich. Soweit, so gut. Jetzt will ich endlich das neue Glühen hier. Oder bekannt als ein Schwert. Komischerweise hat man gerade etwas gehört. So eine Art Türschalter oder so. Das ist merkwürdig. Was man denn hier hört. Tja, und wo das andere Schwert hin ist? Keine Ahnung, Leute. Da schmeißt der Prinz weg und auf einmal sieht man es nie wieder. Das ist einfach weg. Ja? Das so. Ab jetzt kann man nämlich solche Wände, Türen, die so ziemlich bröckelig sind, zerstören. Und auch hier einfach draufklatschen und man kommt zum nächsten Lebensupgrade oder wo man wieder bei diesem Brunnen ist und sein Leben erhöht. Na, wie viel ist schon? Vierte? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gibt im Spiel. Acht oder neun? Auf jeden Fall einige. Und ich habe bis heute nicht alle gefunden. Und nein, ich will nicht nachsehen im Internet, wie, wo sind die? Ich will die schon selbst finden. Ich bitte das hartnäckig. Etwas ist gut. Da, Shantaya, ja, keine Ahnung, was das heißt. Aber es klingt toll. So, die Tür hinter mir ist weg, aber dafür habe ich mehr Leben. So, mach die Tür auf! Ja, hallo. Ihr besitzt die Kraft von Rustam. Rustam? Kenne ich nicht. Ist das so ein Perser? Oder sowas ähnliches? Also, die sagen über Namen aus. Ich habe die mal gegoogelt. Nichts gefunden oder ich habe sie falsch geschrieben. Das kann auch sein. So. Kein Vergleich zu eurem alten Jo, Schwert. da hast recht. Dann schauen wir mal hier runter. Was ist denn hier Wo los? sind wir? Man sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. Tolle Legende. Scheint nämlich zu stimmen. Ein Palast über einen Palast zu bauen. Wer kommt auf so eine verrückte Idee? Ich meine, da ist ein Palast. Sagt einfach, jo, ich baue noch einen drüber. Ich würde mal sagen, Fahrer, wir hangeln uns ein bisschen durch. So, ah ja, hier sieht man schon, dass man das her muss, nämlich das Teil hier. Ah. Ich gehe schon. Ja, bitte, ich halte dich nicht auf. Wenigstens geht sie diesmal wirklich. Und nicht so wie beim letzten Mal, wo es ein bisschen buggy war. Also die PlayStation 2 hat sich wieder gefangen. Das war etwas merkwürdig, wie ich mal so sagen darf. So, Halle. Wuhi! Was? Okay, ich dachte gerade, ich muss zurückspulen. Jetzt habe ich schnell auf L gedrückt. Sicher, sicher und. Okay, warum hat das mal nicht funktioniert? Hä? Ich frage nicht. Einfach weiter. Wuhi! Alter, hier ist es ziemlich hoch. Ja, also ich würde da nicht sehr gerne stehen wollen. Ne? Also, das ist nicht so meins. So. Ah, schon, da muss ich runterhangeln. Ah, schön sportlich unterwegs hier. So, runter. Also schon mal nochmal. Nicht so weit. Achtung, nicht runterfallen, Leute. Das ist nämlich ziemlich hoch. So, wupp, wupp, wupsi, hui. Ich frage mich immer, was für eine Körperspannung da man braucht, damit man von Wand zu Wand springen kann, so wie es das Prinz es macht. Das ist wirklich möglich, ja. Aber da braucht man eine Körperspannung. Brrr. Oder sehr viel Körperkontrolle, wie man es halt haben will. So. Bleib doch. Komm mit
zu euch runter. Ah, die Tür geht nicht auf. Oh, das ist aber nicht so toll. Okay, Moment. Runter. Ich sagte, runter. So. Aber nicht ganz runter. Ich habe gesagt, so, was ist da ganz unten? Das sieht so neblig aus. Unter euch ist ein Vorsprung. Danke, dass du mir das sagst. So, ups. Ich war schon nämlich drauf. So, aber schöne kleine Palasttempel hier. Oder ich sage einfach mal Palast, ein Tempel ist es ja nicht. Obwohl es hat einen Tempel irgendwie, ne? Irgendwie schon. So, und dann, die Tür geht nicht auf. Ja, dreh mal hier. Schauen, was passiert. Ja. Easy peasy. Ist ja nicht so, als wäre es extrem schwer. Vorsicht! Da einmal zu drehen. So, alles weg. Ja, den auch. Hui, das mit den Füßen hier zuschlagen. Wenn man mit den Füßen schlägt man zu, wenn man mit linken Stick ein bisschen im Halbkreis dreht und dabei Viereck drückt, dann schlägt man manchmal mit den Füßen zu. Ist so eine kleine sneakige Steuerungsangelegenheit. Da, ein Spalt. Jo, du hast mit den Spalten, kann das sein? Immer wenn ihr einen Spalt findet, jo, sofort rein. Egal was los ist. Egal was los ist. Sofort in den Spalt rein. So, aber wo? Ich brauch das hier. Hier bin ich. Hier bin ich. So, jetzt sieht man es anständig. Ah, okay. Da muss. Bleibt auf dem Schalter. Rüber. Ah, passt das so? Scheint gut zu sein. Wenn nicht, dann werde ich gleich runterfallen. So, ah, okay, das passt. Ja, locker, flockig, Leute. Whoops! Also das hier kann ich mir nur gut vorstellen, dass man über die Wand läuft und dann abspringt, aber von Wand zu springen. Ja, so. Danke sehr, dass du hier warst, Fahrer. Oh, dich jetzt nicht geschafft. So, schnell nach. Danke sehr, dass ich auch nach darf. Wer hier lustig ist, kann hier von Wand zu Wand springen und hochgehen, somit. Und Fahrer, lass mich bitte hoch. Lässt du mich? Danke sehr. Ich muss ein Stückchen zurückgehen, dann funktioniert das wieder. So. Und man sieht wieder, hier sind ein paar Wachen. Hallöchen. Ich schreie von hinten an. Fuchtel, fuchtel. Ja, der hat mich nicht kommen hören. Und ich merke gerade, die Musik fehlt noch immer. Merkwürdige Angelegenheit. Ich glaube, da habe ich irgendwas bei den Einstellungen falsch gestellt. Kann das sein? Ah, stimmt. Bei denen darf man nicht draufspringen. Die sagen, nope. Du springst bei mir nicht drauf. So, zack. Dann machen wir halt die Art. Whee. Nom. Gib mir Sand. Na, noch mehr? Ah, ja. Nebenbei, es fällt mir jetzt gerade jetzt erst auf, dass die Musik fehlt. Läuft, ne? Auch wenn der Prinz das hier sagt, au, er verliert da komischerweise kein Leben. Ah, ich wollte kontern. Ah, der war zu langsam. Voila. So viele Gegner hier. So, gib her. Nom. Lecker Flockhack. Oh, Batz. Ach, nebenbei, ihr könnt die Fahrer nicht einfrieren. Hab ich mal aus Spaß probiert mit dem Messer. Das geht nicht. Warum? Naja, die hat halt ihr Medaillon im Hals, das davor schützt. Das steht nebenbei in der Spielbeschreibung. Das ist wirklich so. So, kommt noch mehr? Ah ja, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Also, whoops! Mann, der ist hartnäckig. So, tschüss dich! Und einsaugen! Helf mir! Ja, schon gemerkt, die mögen dich. Da. Schlitz! Schau mal auf die Art. Au. Das musst du wehtun. Also richtig. Ah, den will ich haben. Yep. Wie viele Gegner sind denn das denn wieder mal? Aha. Okay, von der Waffe springen und dabei geschlagen werden. Kann man machen. So. Ja, mit dir. Ah, das sind einige Gegner, Leute. Das ist wirklich einiges. Wer rätseln will, ja, ich halte euch nicht auf. Ja, es ist ja einiges an Party hier.
Geht's irgendwas gratis oder sowas? Ich glaube, das soll auch darstellen, dass das neue Schwert, was der Prinz hat, etwas stärker ist von der Angriffskraft her. Nicht viel, aber dennoch erwähnenswert. Der Fahrer ist schon auf halbem Leben. Ja, schau mir mal mich an. Ich bin nicht mal auf ein Achter. Uiuiui, das war viel. Das war richtig viel. So, dann schauen wir mal wieder rein. Ich speichere kurz und dann schaue ich, was mit der Musik los ist. Yep. Ah, Konterspiele reichen, ne? Die sind immer toll. Vor allem, das ist gar nicht mal so einfach. So, kurz speichern und dann schauen wir mal, was da abgeht. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, kurzer Cut, Leute. Dann schauen wir mal. Leute, ich habe das mal ausprobiert, in den Optionen. Da hört man Musik. Also entweder ist da keine oder dann keine Ahnung. Ich habe auch gerade die PlayStation 2 resettet, also hier ist einfach keine Musik. Klingt komisch, ist aber so. Aber kann es sein, dass er nicht annimmt? Also man hört hier definitiv Musik, ja. Soll ich weiter erzählen? Oh. Na gut, machen wir einfach mal weiter. Wo war ich gleich? Aber es fällt schon auf. Moment, von da bin ich gekommen, oder? Ah ja, stimmt, da hinten. Da ist nämlich eine Tür, die kann man zerschlagen. Ups! So. Ah, und ein Brunnen. Na, dann nehme ich mal gleich mal hier ein Stück. So. Hat gut geschmeckt, hoffentlich. Schließlich frisches Wasser. Ja, das ist nur die Effekte, die man hört. Ach, keine Ahnung, was da los ist, Leute. Wir müssen die Tür öffnen. Such nach einem Schalter. Vor deiner Nase brennt's. Such nach einem Schalter. Wo könnte der sein, Leute? Wo ist hier ein Schalter? Ich würde mal sagen, hier. Die Tür ist offen. Ich gehe rein. Nicht! Wartet auf mich! Weil hier geht nämlich Party ab. Die Tafel der Soldaten. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen, die beim Abendessen kameradschaftlich miteinander lachten, wie die Männer meines Vaters in Seraph in aller Ruhe, weil sie sich im Palast sicher vor Feinden fühlen. Wie sollten sie ahnen, dass der Feind... Tja, also du brauchst Hilfe? Helf mir! Kein Problem! Wuhu! Jetzt sehen wir mal das in 100% Form, diesen Einfrier-Modus, Leute. Der ist richtig geil. Oh yeah. Hält so lange, bis da links oben der türkise Kreis voll ist. Wenn der voll ist, ja, dann ist der Modus vorbei. Er ist der Mega-Frost, der ist so richtig geil. Ich werde ihn immer wieder. Ja, das hier ist ein etwas schwieriger Gegner. Der blockt nämlich sehr viel. Da ist am besten mit Kontospielerei arbeiten. Also man hat sich drauf. Da muss man ein paar Mal blocken dazwischen. Ist ein ziemlich nerviger Gegner. So, Fahrer ist bei dir ein Gegner? Nein? Aber es kommt sicher noch was. Ja, ja. Ah, stimmt, bitte. Musik ist wieder da. Juhu. Hört mir jetzt erst auf. Ja. Da sehen wir mal, wie gut ich hier aufpasse. Aua. Freunde, chillt mal. Ja. So, dich friere ich lieber ein. Somit ist er schnell besiegt. Der Oberboss, wie ich gerne sage. Ganz ruhig. Was ist bei dir hinten los? Ach so, so, na. Nein, du warst nur im Weg. So. Puh. Oh, tschüssig! Meine Güte, hier ist viel los. Und bei mir zu Lex kommt, Leute, es liegt an meinem PC, ja? Nicht an der PlayStation.
Ah, ja, ist wieder asynchron ohne Ende. Merk schon. Ah, das zu synchronisieren ist eine lustige Arbeit, das sage ich euch. So, Nummer 1. Und du noch. Puh, aber ohne Megafrost hätte es ein bisschen länger gedauert. Und langsam merke ich, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr blocken, ne? Vielleicht ein bisschen. Ich meine, ich gehe zwar nie drauf, aber mein Leben ist immer ein bisschen gering. Ich spiele gerne aufs wenig Leben. Vielleicht sollte ich statt mich zu heilen so weiterspielen. Glaubt ihr, das wäre besser? Auf jeden Fall wäre es riskant. Hm, das wäre mal interessant. Ein bisschen Pressure voran, ohne sich zu heilen. Das habe ich schon bei einem Privatgame gemacht. Das ist gar nicht mal so ohne. Nicht unbedingt schwer, aber einfach auch nicht gerade. Ja, es geht weiter. Also ich muss nicht die Zukunft zu sehen, damit ich weiß, dass ich noch viel mehr handeln muss. Das ist wirklich so. Ich bin ein Seher. Ich sehe, dass es morgen ein Wetter gibt. Oh! So, in die Richtung läuft das schon. Okay, Moment. Hier hoch. So. Ihr wisst, dass ich nicht so gut klettere wie ihr. Ja, bleib nur stehen da drüben. Ich mach das schon. Wie! Und halt ab! So. Und bevor ich jetzt darüber hangle, da sieht man schon hier, dass hier so ein Sanddings ist zum Sandsammeln. So. Ja, damit. Dann habe ich wieder einen Megafrost für einen Kampf. Und nicht darunter. Ja, das ist schon cool so. Ups! Aber für den ersten großen Kampf, für nicht für so einen kleinen Fußliegen mit so ein, zwei Gegnern, ne? Das würde keinen Sinn ergeben. So. Na dann, mach mal die Tür auf. Und geh raus. Ich würde mal sagen, ich muss die Zugbrücke darunter lassen. Das haben wir auch gerade in dieser Vision gesehen. Dass die runter muss. Sonst, ja, geht's nicht weiter. Vor allem diese Visionen sind ziemlich cool, wenn man das erste Mal Prince of Persia spielt. Man könnte sagen, das Spiel leitet einen somit. Weil es sagt, wo man hin muss. Das heißt, man hängt nicht so lange rum. Das ist schon irgendwie nice. Da. Oh, Achtung. Ich stehe sehr knapp hier dran. Oh, pff, geht er noch, ne? Mach ich jeden Tag. Gar nicht, ne? Oh, na geht's. Warte, was? Warum passiert mir das immer wieder? So, machen wir es halt so auf die altmodische Art. Hier nach links, dann hoch, rauf. Kein Problemchen. War was, Leute? Nein? Gut, machen wir weiter. Ich sehe gerade, ich habe hier ein bisschen Frame Drops. Naja. Fraps verbraucht zu viele Ressourcen wieder mal. Au. Und dann passiert sowas. Sau ist nicht so. Rüber. Kein Problem. So, hier muss man aufs richtige Timing achten, nämlich jetzt rüber. Einfach über die Wand läuft, dann hat man hier keine Probleme. Und ja, hat man schnell erledigt. So, hoch, wupsi! Die Tür ist offen. Und die bleibt doch offen, also die ist nicht auf Zeit. Ich bin hier unten. Ja, ich glaube, ich brauche dich. So. Da ist irgend so, ja, so ein Hebel, der eine Leiter für die gute Fahrer auslöst. Gut, dass hier Leitern sind. Ich frage mich aber, wie tun die normalen Wachen das machen? Haben die voll einen Athleten dafür oder sowas? Danke. Kein Problem, die Dame. Also ich kann mir so vorstellen, dass hier ein paar Wachen sind und immer aufpassen, dass die Leiter hoch runter geht, also eingezogen wird oder nicht. Was zur... Was war das denn? Fahrer? Seltsam.
Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. Was war das denn gerade, Leute? Es sah so aus, wäre Fahrer tot gewesen. Moment, ich gehe ganz langsam hoch. Kommst du mit? Ganz langsam. Geht's jetzt? Wir sind über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Merkwürdige Sache, was da gerade war. Nun? Ja, weiter. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Danke, dass du aufmachst. Ich will wieder was Sand haben. Yay! Was, ich habe 3 verbraucht? Was? War da was? Aber das mit der Fahrrad, das gerade eben. Was war das? Es wäre so, als wäre Fahrer runtergefallen oder sowas. Das war merkwürdig. Also ich habe schon gesagt, dass das Spiel ein bisschen buggy ist, ja. Aber sowas hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte schon mal was, ja, aber lange her. So, Fahrer. Hier geht's nicht runter. Sondern hier. Hier geht's runter. Kommst du mit? Ups, Achtung, nicht das runterfällst. Weil das hier wird jetzt wieder ein langer, langer Kampf. Oder? Ja, wusste ich doch. Ah, falscher Knopf. Ich wollte den Frost machen, ja. So, na gut, dann... kann ich mal kurz einen Gegner haben, bitte sehr? Der meine Zeitleiste komplett auffüllt. Ja, ich hab's gemerkt, Fahrer, danke. Aha, das ist fies. Ich stehe auf, leg mich wieder nieder. Ich stehe auf, leg mich nochmal nieder. So. Na gut. Dann halt auf die harte Tour. Ah, das ist fies. So, jetzt aber. Ah, boah, das wird knapp hier. Okay, ab geht's. Wenn man da einmal auf den Boden blickt, Leute. Das ist schon hart. So, dich will ich haben. Okay, das ist mehr Konzentration jetzt, weil das... das war fies. Ja, Schlitzen! Moment. Achtung, nicht runterfallen. Thank you.
Chat. Also auch ziemlich geleckt jetzt gerade. Nein, 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 das war... So. Man darf da nicht auf dem Boden liegen, sonst ist es vorbei. Gut, auf ein neues. Auf ein neues. Und diesmal richtig. Dann sagt er und liegt schon wieder am Boden. Ah, jetzt geht's los. Whee! Jetzt bin ich wieder drin. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Ah. Da bin ich dabei. Konterspielerei! Oh, schade. Falsches Timing am Ende. Aber wenn man das dreimal macht, dann trifft man den Gegner definitiv und der liegt dann am Boden. Also bei den ganz großen hier, die brauchen sogar fünfmal bei Kontern. Das muss man wirklich perfekt machen, ne? Sonst ist es vorbei. So, darf ich dann haben? Nein? Gut. Aber lässt mich bitte vorbei. Nein? Ach gut. Halt, wie viele Gegner das sind einfach hier. Okay, ich wusste, dass es hier schwer ist, aber so schwer habe ich nicht in Erinnerung. Da laggt mein PC sogar sehr hart, merke ich gerade, ja. Ist nicht gerade sehr schön, aber was will ich machen? Außer alle Gegner wegschnetzeln! Und zwar so schnell wie ich kann. Schlitz! Da, du stehst ein bisschen gefährlich. Let's! Au! So! Weg mit dir! Boah, was war das denn für ein Kampf, bitte sehr? Brrr. Das ist die Mischung aus Ich bin aus der Übung, es leckt am PC und ich kann nicht auf die PlayStation 2 schauen. Ja. Lustige Mischung. Okay, ich könnte auf dem Fernseher schauen, aber dann muss ich das wieder synchronisieren mit meiner Stimme und so. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Mache ich lieber so. Aber trotzdem, das war wirklich ein harter Fight. Bitte nicht nochmal. So, und mit diesem sehr skilligen Abschnitt. Hust. Geht's im nächsten Part weiter? Ah, ich brauche jetzt eine Pause. Gut. Fast schon. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Normalerweise spiele ich das Spiel in einem Tag durch. Was ist schon normal?